In Sebastians Blattwerk müssen Tiere draußen bleiben. Und heute zeigen wir euch mal, wie man richtig geil vegan essen kann. Und vegan heißt frisch und knackig, oder? Das Einzige, was mich hier bei den Trauben irgendwie, was ich mich frage, ist, die sind so ein bisschen, ja, die könnten ein bisschen frischer sein. Sowas landet eigentlich nicht auf dem Teller. Ja. Das ungarische Ragout ist der Renner des Hauses. Was mich ein bisschen gestört hat, war der ganze, also mir war es zu viel Knoblauch. Ja, das kann ich nachvollziehen. Wenn ich das jetzt so sehe, ja. In Freiburg klappern heute wieder die Töpfe. Davids Dorfchalet Horben hat das 10-jährige Mein Lokal, Dein Lokal Jubiläum mit würdigen 31 Punkten eröffnet. An Tag 2 tafeln wir in Freiburgs gediegenem Westen. Hier geht's ab, ne? Da ist eine Kita, ne? Da ist ein Gymnasium, Kepler-Gymnasium. Und hier das jüngste Wohngebiet heißt Rieselfeld hier, ne? Freiburgs. Schöne Gegend, moderne Gegend. Und da passt vielleicht von Sebastian das Konzept der veganen Küche sehr gut her. Übrigens das einzige Restaurant, was vegane Küche wirklich so zelebriert. Ganz jung sind sie unterwegs. Ich glaube, letztes Jahr sind sie in die Selbstständigkeit gestartet. Und eins ist auch wichtig, sie sind komplett als autarker Mensch, haben mit der Gastronomie und mit dem Kochen eigentlich nichts zu tun gehabt. Und warum sage ich sie? Anscheinend hat eine Partnerin, das ist die Esra. Schauen wir vorbei. Der klassische Quereinstieg. Sebastian war früher Erzieher, Mitbetreiberin Esra hat Handel studiert. Esra und ich waren mal zusammen vegan essen. Und für uns war das so eine krasse Experience, dass wir praktisch alles von der Karte bestellen konnten, ohne uns irgendwelche Gedanken zu machen, weil wir beide vegan leben. Und dann haben wir uns gedacht, sowas braucht Freiburg auch. Denn Veganer gibt es reichlich in der alternativen Studentenhochburg. Witzigerweise haben wir tatsächlich sehr viele Kunden, die nicht vegan leben bei uns im Restaurant. Und es ist interessant, mit denen ins Gespräch zu gehen. Wir wollen ja nicht missionieren, sondern wir wollen vorleben, zeigen, dass die vegane Küche eine kreative Küche ist mit sehr viel Vielfalt. Und das ist der bessere Weg und den gehe ich auch privat. Das finde ich persönlich ist auch der beste Zugang. Ne? Also man sollte doch nicht die erzieherischen Maßnahmen an erwachsenen Menschen jahrelang betreiben. Das überzeugen ja, dahinterstehen ja, aber missionieren nein. Mike ist ja ohnehin schon offen fürs Vegane. Hallo, guten Morgen. Da ist schon die zweite Hälfte. Esra, dich kenne ich noch gar nicht. Und dich kriege ich optisch schon mal mit. Einen Sebastian. Tag. Uiuiui, nicht weghauen. Was macht ihr da? Lampen aufbauen oder was? Genau, ja. Das Blattwerk bietet 50 Sitzplätze im Innenbereich plus 40 weitere auf der Terrasse. Der Name ist ja auch echt passend. Ne? Blattwerk finde ich für ein veganes Konzept ist total cool. Und auch das Lokal ist wirklich sehr, sehr modern, sehr stylisch. Clean, aber stylisch cool. Wie ist es jetzt hier in diesem Wohngebiet? Das ist so das jüngste Freiburgs, habe ich gelesen. Genau. Und ist das auch eine hippe Kultur, die wirklich als Gast hier auch wirklich herkommt, das annimmt? Das kann man schon sagen. Allerdings haben wir festgestellt, dass unser Klientel doch älter ist, als wir dachten. Ja. Also wir dachten, dass wir die Jungen und Hippen so komplett ansprechen. Ja. Aber es sind eher Leute, ich sag mal, Ü30, Ü40 vor allem, spannend, die hier zu Gast kommen. Das zeigt ja dieses Bewusstsein, wenn ihr sagt Ü40, der jetzt quasi aufgeklärt wird in den letzten Jahren, dass der über 40-Jährige dann einfach auch mal sagt, boah, was habe ich mir vielleicht zu lange angetan? Ja. Und ich finde, eine Alternative finde ich immer. Ich finde, wenn man in der Mitte lebt, also ich bin Fleischesser, aber eben nicht jeden Tag und kein Dreck und alles. Ne? Und liebe es, vegetarisch zu essen und auch gerne mal vegan. Also damit bin ich jetzt aber hoffentlich bei euch nicht unten du durch. Du bist unsere ne? Zielgruppe tatsächlich. Okay, dann mit eurer Einstellung kann ich richtig gut umgehen. Und somit ist es für mich genau das richtige Konzept. Auf diesen 12 Quadratmetern entstehen die tierlieben Kunstwerke. Auf geht's. Also hast du ein bisschen was vorbereitet? Ja, natürlich. Ja klar. Also wir kochen jetzt Jack and Vinegar. Das ist so das aufwendigste Gericht bei uns auf der Karte. Jack and Vinegar. Der also, Name ist cool. Ja, also wir haben ja ganz kreative Namen auf der Karte. Jack kommt von Jackfruit und in Vinegar. Also es ist angelehnt an ein französisches Gericht, Poulet au Vinaigre. Und diese Ableitung, also dieses französische Geflügelgericht, ist insofern abgeleitet, dass ich glaube, dass die Jackfrucht das Huhn ersetzt. Also ich würde sagen, wir setzen jetzt die Soße an. Ja, was machst du denn da? Erzähl mal. Also ich brutzle jetzt Zwiebeln in Olivenöl an. Okay. Dann kommen da Tomatenmark dran. Also Zwiebeln, Tomatenmark.
Genau, und dann kommen da noch ein paar Gewürze dazu. Aber du kannst mir, wenn du magst, das hier kurz einmal durchmixen, weil das brauche ich auch. Ja, mache ich. Okay. Ja, viel Spaß. Das ist was? Ist mit Wasser und Gemüse, Zucchini, Zwiebeln? Also da ist drin Zucchini, Möhre, Zwiebel, Estragon, Olivenöl, Salz, Pfeffer. Oh, ist jetzt noch nicht umgerührt. Ich habe schön auf den Pfeffer. Sehr gut. Übrigens, Küchenchefin Esra betreibt neben dem Blattwerk einen veganen Foodblog. Schau mal, ich mache hier noch Miso-Paste rein. Okay, alles klar. Also die Sojabohne. Genau, die fermentierte Sojabohne. Die würde ich aber erstmal kurz ein bisschen mit Weißwein okay, reicht dir das oder willst du es noch feiner haben? Nee, das reicht. Es soll ja ein schöner Gemüsesud werden. Sud ist das jetzt nicht mehr, das ist ein Gemüsepüree, ein dünnes. Weißweinessig und Orangensaft sorgen für die nötige Säure. Wird denn das so eine Art, kommt da dann nachher die Jackfruit hinein? Nein, nein? Das ist einfach die Gemüsesoße, die drunter kommt. Mike gibt die geschälte Pastinake dazu und du, Esra? Ich schmeiß ein paar Gewürze dazu. Kreuzkümmel, Kumin. Kreuzkümmel, Kumin, okay. Wir machen doch noch ein bisschen Pfeffer dran. Ja. Ein bisschen, hier nicht mal. Ja? Wieso nimmst du keinen frischen Pfeffer? Der kommt nachher oben drauf. Warum nicht gleich rein? Ah, okay, alles klar. Was ist das? Nicht mal? Das hat ein Raucharoma auf jeden Fall. Das ist ein Rauchsalz. Rauchsalz, ja. So, jetzt köchelt das vor sich hin. Ja. Und dann machen wir jetzt den spannenden Teil. Und zwar die Jacks. Okay. So nennen wir die Dinger. Also die Jackfruit ist schon cool, ne? Die finde ich jetzt auch richtig spannend. Ne? Kommt eigentlich im Ursprung, glaube ich, aus Indien, Bangladesch, wird Jacka genannt, deswegen heißt sie bei uns Jackfruit. Das hat sich dann so ergeben. Thailand hat das auch. Und dort wird es eigentlich schon über die Jahrhunderte, glaube ich, als Hähnchen- und Hühnchenfleischersatz schon benutzt. Was man jetzt optisch, finde ich, sieht, was kann man nämlich auch wirklich lesen, dass das wirklich dem Hühnerfleisch am nächsten kommt. Ne? Von der Faser, also deswegen ist das natürlich ein unfassbar gutes, tolles Fleischersatzprodukt. Darf man das so sagen? Kann man sagen, ja. Und so vom Geschmack her? Wenn man das schmeckt nach nicht wirklich was. Nach nicht wirklich viel. Nee. Also hier geht es wirklich auch nur um das Mundgefühl. Ne? Ihr müsst euch jetzt nicht vorstellen, dass das wie Hühnchen schmeckt. Ne? Das ist einfach wirklich strukturell wie Hühnchenfleisch. Sieht auch ein bisschen so aus. Dann Sellerie, die ist gedämpft, genau, und dann zermaschen wir die gleich, also die ganze Masse mit den Händen. Mhm. Mit Via meint Esra du, Mike. Es darf gegrapscht werden. Jetzt kriegst du noch zwei Zutaten. Ja. Seitan. Ja, okay. Kennst du Seitan? Ja, ja, kenne ich. Genau, das ist ja so ein bisschen, wird ein bisschen gummiger, zäher. Mhm. Und Weißwein. Mach rein. Also das, weil wir brauchen für Seitan eine Flüssigkeit, also kippen wir da Weißwein dazu. Also das gibt mir natürlich auch eben diese Bindung. Ne? Noch mehr Bindung bringt das Seitanmehl aus Weizengluten. So, ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Ja, jetzt fühlt sich's an, als wenn man es einfach pressen kann und es bleibt in der Form. Ja, aber damit es auch wirklich zusammenbleibt, wickeln wir das in Reispapier ein. Schon spannend und ich nehme auch jedes Mal was für mich mit. Und umso interessierter bin ich dann auf den Teller, der da kommt. Ladies and Gentlemen, Jack in Vinegar. Ah, geht los. Esra mal im Service, sehr schön. Ja, ja. Das ist auch nicht auf. So, komm her da. Ah. Ja. Oh, das ist aber keine kleine Portion, ne? Das darf man auch nicht mehr sagen. Oh, ein schöner Salat noch dabei. Ei, schaut aber optisch gleich mal gut aus, ne? Da gibt es jetzt aber gar nichts, ne? Jetzt interessieren mich die, darf ich jetzt mal Taschen sagen, also weil mir das gerade auf der Zunge liegt. Auf Mikes Zunge liegt aber noch was anderes. Estragon sparst du auch nicht mit? Nee. Estra? Estragon. Estragon. Extragon. Estragon, Extragon. Und so von der allgemeinen Geschmacksrichtung? Es ist sehr fruchtig. Mhm. So sehr, sehr fruchtig, sehr tomatig-fruchtig. Und eben Kreuzkümmel und Estragon. Das sind die Sachen, die sofort da sind. Ich bin sowieso bei diesen Gewürzen und so bin ich auch schon zu Hause. Das weiß man ja, dass ich Kreuzkümmel und all diese Dinge mag. Das ist ein Geschmack, der mir gefällt. Sehr schön. Klasse. Wirklich. Das gefällt mir. Hast du auch Säure rausgeschmeckt? Ja, ja. Das merkst du also total. Ja. Vielleicht gibt es den einen anderen, der ihm das zu sauer ist. Okay. Vielleicht. Könnte ich mir auch vorstellen. Also das könnte sein. Ja. Mir nicht. Mit den Namen der weiß Titel, man der halt. Der Titel sagt es ja schon. Genau. Ja, genau. Also man darf sich nicht täuschen. Ne? Wir haben auch schon Sachen erlebt, wo man denkt,
total selbstverständlich und es ist doch nicht selbstverständlich. Ja, ne? Also alles kommunizieren. Genau, das ist so das Wichtigste. Ja, also ich glaube, dass man den Gast hier schon auf diese kulinarische Reise so ein bisschen abholen muss. Also da ist eine gewisse Erklärung am Tisch notwendig. Was sagst du zu den Jacks? Die Jacks haben natürlich eine unfassbare geile Struktur. Also das muss man sagen. Das ist diese Jackfruit, die kommt da wirklich ideal rüber. Die erinnert mich jetzt aber trotzdem nur von der Konsistenz an Fleisch, nicht am Geschmack, weil ihr einen ganz eigenen Geschmack da reingebracht habt. Ja. Na, das ist überhaupt gar nicht notwendig. Man muss hier kein irgendwie Frikadellchen irgendwie denken zu schmecken oder irgendwie. Es ist wirklich gut. Macht weiter so. Ganz Freiburg soll einfach mal vorbeischauen. Und hier geht es nicht um was zu vermissen. Hier kann man einfach gut essen gehen. Punkt. Ich würde sagen, wir gehen mit einem sehr guten Bauchgefühl in den weiteren Wettbewerb. Wir haben voll Lust, wir sind motiviert, wir sind bestärkt auch durch Mikes Feedback und wir wissen einfach auch, was wir können. Genau, wir wollen zeigen, dass die vegane Küche vielfältig und kreativ ist und da stehen wir komplett dahinter. Aber ist das Konzept auch konkurrenzfähig? Ach Leute, herrlich, ne? Ja, zum 10-jährigen Jubiläum darf was nicht fehlen. Natürlich ein veganes Restaurant und ein Konzept, was wirklich wichtig ist. Und es war lecker. Ne? Die Säure, das, was ich gesagt habe, das sollten Sie erwähnen. Ansonsten Menschenskinder, ne? Also wir erleben alles. Ich finde das richtig gut. Die beiden gefallen mir. Eins habe ich aber trotzdem noch im Gepäck. Ne? Auch für euch da draußen gibt es natürlich etwas zu gewinnen. Und zwar eine Mein Lokal, Dein Lokal Kochjacke und ein Kochbuch. Gell? Bitte macht einfach mit. In der Join Me App könnt ihr spannende Quizfragen, und zwar 5 Stück, beantworten. Ihr müsst euch nur mit mir messen. Okay? Viel Spaß dabei.